In der sri-lankischen Hauptstadt Colombo ist ein Lieferwagen in der Nähe der St. Antonius-Kirche explodiert, die schon am Ostersonntag Ziel der Anschlagsserie war. Die Polizei gab jedoch später an, dass Experten den Wagen kontrolliert gesprengt hätten. Anscheinend wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Regierung hatte die Polizei bereits Anfang April erste Hinweise auf die Anschlagspläne erhalten. Wir dachten nicht, dass es so groß sein und so bald passieren würde, sagte der Stabschef des Präsidenten. Als Reaktion gelten nun Notstandsbestimmungen in Sri Lanka. Sie ermöglichen Polizei und Militär weitreichende Befugnisse. Zudem soll ein Expertenteam von Interpol helfen, die Anschläge mit mehr als 290 Opfern aufzuklären. Der Regierung zufolge steckt hinter der blutigen Anschlagsserie eine einheimische radikal-islamische Gruppe. Sie geht jedoch davon aus, dass die Gruppe die Attacken nur mit Hilfe eines internationalen Netzwerks verüben konnte.